Das ist Sunny Totoro. Schöne Frisur. Das bin ich. Noch schönere Frisur. Wir sind auf Madeira in Unges Halle und das ist das große Ping-Pong-Battle. Wer zuerst 21 Punkte hat, mein aller Jüngster. Let's go mit dem Spiel. Okay. Nein! Let's go, baby! Let's go! 1-0. 1-0. Dusch. Steht alles auf dem Spiel. Was steht auf dem Spiel? Sorry. 2-1, ich hab. Das ist der Madeira Cup. Das ist der legendäre Madeira Cup. Nein! 3-1. Ja. Ich spiele übrigens barfuß, weil... Es rutscht dezent. Es rutscht sehr. Nein! 4-2. Ja. Okay. Das ist ein guter Punkt. Sehr gut. 4-3. Ja. Das geht. Das wird lange gehen. Ich bin schon ganz bisschen nervös, ne? Oh, 5-3. Noch zwei. Abschluss. Oh, let's ja. Go. Fünf. Ganz ausgeglichene Sache. Oh, guter Punkt. Habe ich mich gerade selber gelobt? Er hat sich gerade selber gelobt, ja. Nee, du musst immer sagen, schlechter Punkt. Na, Vogt. Oh mein Gott! Sorry. Das hat man gehört. Du kleiner Juan. Es tut mir leid, es tut mir doch einfach leid. 7-7. Ja. Oh mein Gott! Es tut mir leid! Ja, ich merk's nicht, ne? Let's go. 10-7. Oh, dreimal wäre der fast 10-8. Der war so. Du kannst nicht. Es konnte nicht knapper sein. Oh. Let's go! Oh nee, Kante wie N'Golo. Danke. Nein. Wie hattest du den dort? Keine Ahnung wie. Einfach irgendwie rüber. 12-9. 12-9. Dusch. Oh! Scheiße! 12-10. Ja. Nee, fuck. 13-10. Ja, 13-10. Oh mein Gott, scheiße, warum mache ich Schleiß? Ich bin so... 13-11. 13-11. Schön. Dusch. Aber wirklich sehr schöner Punkt. Oh, der hatte Spin. 14-11. Ich spiele solche Punkte und den mache ich dann nicht. Ist so schön, aber 14-11. Oh. Sorry. 12. Nein. Dusch. Immer noch 15-12. Nein. 17-13. Come on. Nein, ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Im Madeira Cup steht es 19-13. Okay, 19-13.
1914. Das gibt's nicht. Oh. So dumme Fehler, oh mein Gott. Oh mein Gott, aber es war mitten vom Spiel Ja, war es gut. Ja, es war rutschig am Boden. Das, ja. Ich habe Socken an, verdammt nochmal. Im Outfit liegt es nicht. Wir machen jetzt gerade noch, direkt im Anschluss gibt es eine Revanche beim Ehrenbruder Adi. Adrian. Und wenn ich euch wäre, dann wäre das für mich ein absoluter No-Brainer, da vorbeizuschauen. Richtiger No-Brainer.